Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin heute auf dem öffentlichen Testserver unterwegs und spiele The Spirit, den neuen Killer, der bald kommen wird. Und da ist schon jemand, und zwar der neue Überlebende. Wo ist denn jetzt hin? War da gerade hier? Blöd. Da ist er. Ja, der hat mit dem Umhang und den Paletten hier, sieht er, kann er sich relativ gut verstecken. So, das. Gut, den ersten haben wir schon mal. Kurz und bündig. Und den hängen wir gleich hier auf. Zack. Und dann zwiften wir mal irgendwo hin. Hier hat auf jeden Fall keiner. Gucke ich mal hier hinten. Ich habe leider nur einen Perk bis jetzt, weil es halt so schwierig im Moment ein Spiel zu finden. Ist auch mein... erstes Spiel mit ihr. Weil man sucht jetzt einfach so lange zur Zeit. Felix hat da schon mehr Glück, der konnte schon zwei machen. Ah, jetzt geht's hier durch Infinite. Wo sind die jetzt hingerannt? Wollt ihr jetzt in den Keller oder was? Das ist ein totaler Quatsch. Zack! Aber die. So fängt man. Auch du kommst in den Haken. Dann gehe ich nochmal zurück und versuche den Generator noch zu treten. Weil der war sehr weit. Puh, aufgehangen. Der erste wurde gerettet. Der erste Adam. Jetzt müssten wir mal hin, da geht es auf jeden Fall schneller. Gut, jetzt arbeitet keiner weiter. Dann kann ich ja ohne Probleme dran schlagen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt zurückgehen oder erstmal hier zu dem Generator? Ich glaube, ich gehe erstmal zu dem hier. Ja, hier arbeitet nämlich auch jemand oder hat jemand gearbeitet. Aber egal, wir hauen erstmal. Da sind zwei, da ist einer. Oder waren da drei? Das habe ich nicht so gesehen. Hier hinten ist auf jeden Fall geknallt. Warum auch immer. Da hinten läuft jemand. Zumindest waren da Rennspuren. Ist der hier hinten? Ja, Fengmin. Du hast ja nicht mal geheilt, Fengmin. Achso, die wollen wahrscheinlich einfach zurück zum Generator. Und den fertig machen, weil der so weit war. Aber dann rennt man doch nicht. Was sollte das? Vor allen Dingen, wenn man schon rennt, dann springt man nicht über irgendwas drüber, sodass ich es höre. So, den haben sie da gemacht. Wir werden wahrscheinlich an den einen von denen gehen. Überlebende nehmen wir. Oh, da ist. Claudette. Wow, der Schlag hat noch getroffen. Das hat mich jetzt selbst ein wenig überrascht. Zack, der hat auch noch gehauen. So, mal gucken, ob sie einen Strike hat oder ob sie nur Obsession ist, weil ich den Perk drin habe. Werden wir gleich sehen. Ne, sie wiggelt, die hat keinen Strike. Okay, sie könnte ich ganz zur Not. Am Ende des Spiels One-Hitten und Morin, wenn alle Generatoren gemacht wurden. Aber mal sehen, ob es dazu kommt. So, machen Sie jetzt den Generator. Mal hinzwiften. Ah, sie haben ihn angefasst. Wir haben gemerkt, dass ich komme. Ich habe die Fangmin noch gehört, da ist er. Diesmal hat sie sich heilen lassen. Nee, ich gehe nicht durch die Palette. Zack, einmal Fengmin. Wenn wir Fengmin haben, ist er tot. So, wo sind die jetzt hin? Gar nicht stark, erstmal dagegen. Ach, die Palette weg. Okay, jetzt habe ich sie irgendwie gerade verloren. Das war nicht so im Sinne des Erfinders. Aber egal. Da ist Dwight.
Ja, das mit dem, dass sie dann halt unsichtbar sind, die Überlebenden, ist schon ziemlich tricky. Hinten ist jemand. Ich hau den erstmal, der ist zu weit. Adam! Hier ist keine Palette, die ist aus dem nächsten Fenster und den Schlag kriege ich noch. So, die Sportlaubenpalette ist weg. Da hinten läuft er lang. Ja, jetzt wieder hier hingesetzt. Dann hauen wir mal dran. Der ist auch sehr weit hier. Da hinten ist er. Hier hinten ist eine ein bisschen sackgassenmäßig. Das schaffst du nicht. Da ist er. Ja, toll, das weiß ich auch so, dass da das Überleben so ist. Das muss ich mir jetzt noch nicht extra nochmal mit dem Aufleuchten, das muss ich noch extra nochmal sagen. Hier war noch jemand, ich hab ihn gerne harter angefasst. Wer auch immer hier war. Warum beide so weit? Guck mal hier hin. Hier ist keiner. Da. Plötzlich lugt er hinterm Baum. Ein zweiter Adam. So, irgendwo ins Fenster gerannt. Ich hoffe mal, der war hier wirklich allein, damit die beiden Generatoren weiter zurückgehen, während ich den hier jage. Da hinten ist er. Okay, so wurde er gerettet. Der Generator da hinten ist immer noch nicht durch. Wir haben es noch nicht geschafft. Zurück zur Palette. Dann wirfst du auch gleich um. Und auf das Fenster. Nein, das ist das Fenster. Wow. Was war das? Egal. Haben wir ihn. Zack. Heben ihn auf. Ich weiß nicht, hinkst du schon mal? Wenn ich jetzt welchen Adam ich ganz am Anfang hatte. Habe ich den oder den anderen? Mal gucken. Den anderen, okay. So, auf zum Generator hier hinten. Hier ist so. Achso, das ist normal. Das ist das normale Blut, was hier also übelst geleuchtet hat. Das war dieses Blut der, von einem Überlebenden. Und einfach so das Texturblut, was da normal ist. Nee, ich war da gelaufen. Das war hier hinten lang. Okay, wurde gerettet. Wenn ihr wollt, der abspringen? Das hilft nicht mal ran. Ich weiß nicht, ob die gleich heilen wollen. Ne, sie haben mich gleich geheilt. Schade. Okay, einer ist hier, einer ist da hinten und einer ist dort. Mal gucken. Natürlich, die zwei sind hier sehr nah bei einem Tod, da ist Feng Min. Wenn ich Feng Min hab, ist sie tot. Das ist schon mal positiv. Zack. Einmal erwischt. Ja, nicht nochmal hoch. Auf zur Schrottlaube, aber bei der Schrottlaube ist keine Palette mehr, nur noch ein Fenster. Nimmst du das gleich? Nein, hat sie nicht genommen. Will ich jetzt nehmen? Ja, hat sie. Aber ich hab sie noch erwischt. Durchs Fenster. So, Feng Min. Du bist tot. Wenn ich an deinen Haken kriege. Achso, hier ist der Keller. Hm. Brauche ich zwar nicht, aber was weg ist, verdirbt nicht. Wird in den Keller eingelagert. So, hier ist auf jeden Fall niemand.
Ich wette mal, die sind da oder in der Mitte. Ich swift einfach mal schon. Hier ist keiner. Ah, okay. Da war einer und hier sind zwei gewesen. Hier rennt jemand. Hank, nee. Okay. Ich bin bestimmt hinten zu dem Tor gelaufen. Nein. Sind sie nicht. Zumindest habe ich keinen gesehen. Ich habe es noch nicht angefasst. Dem Tor? Ist auch niemand. Mysteriös, wo sind die denn jetzt? Jedenfalls einer von den dreien One-Hit. Ja, einer ist ja eh noch verletzt. Also kann ich zwei mit einem Schlag. Okay, der hat sich geheilt. Okay, sie haben sich erstmal hochgeheilt gegenseitig. Hinten hat es geknallt. Hunting, 100 Punkte. Da ist eine Claudette. Und sie ist meine Obsession. Das heißt, Claudette, du bist tot. Oh, ein bisschen zensiert hier. Schnell zum Tor swiften. Ja, das wird aufgemacht. Und weggezogen. Sehr schön. Hier ist gleich ein Haken. Das ist ein Death Hook. Yep. So, ist der andere jetzt hier bei dem Tor oder? Nein, er ist da. So, jetzt kommen wir hier hin. Das war auch keiner. Ja, das ist halt. Sind ihr so der gute Vorteil? Man kann sich halt eigentlich richtig gut anschleichen. Noch besser als mit dem Geist, weil du halt so schnell dann da bist und dann sofort agieren kannst. Vielleicht sucht auch der andere der Hedge. Wäre vielleicht sogar praktischer für ihn, obwohl, ja gut, er weiß ja nicht, dass das Tor nochmal kurz einmal anfassen ist. Das ist wahrscheinlich der Balken war wahrscheinlich voll, wo ich ihn weggezogen habe. Dann hat er schon dreimal gepiept. Swift wohl nochmal. Hier ist niemand. Ja gut, ja. Der letzte sich nicht ganz dämlich anstellt, wird wahrscheinlich entkommen. Hier ist die Hedge. Entweder bis Mörder. Sonst hätte ich ihn hier irgendwo gesehen, mit dem Baum. Ne. Da. Hab ihn doch gesehen. Macht jetzt Tor oder Hedge? Wir holen ihn mal, gucken, ob ich. Ja, verdammt. War zu langsam. Ist halt, man muss halt immer so kurz stehen bleiben, bis man diesen Swift machen kann. Da war er schon zu nah zur Hedge dran. Aber auch drei bekommen, ist ja ein ganz gutes Ergebnis. Claudette wurde erfolgreich gemoried. Den anderen Adam erfolgreich vom Tor weggezogen. Ja, oh, die hatten ja übelst viele Perks schon. Ich habe nur den einen einzigen gehabt. Hatten die ja die neuen dabei? Ah ja, die hatten hier das Anhacken, den Stein werfen. Das haben sie entweder nicht eingesetzt oder ich habe es überhaupt nicht so mitgekriegt, weil ich gerade immer beschäftigt war. Weiß ich noch nicht genau, was ich von diesem Perk da halten soll. Und Autodidakt, ja, ist auch noch so ein bisschen irgendwie auf der Kippe zwischen gut oder mittel oder schlecht, keine Ahnung. Weil er kann wahrscheinlich ziemlich gut sein, aber ja, man wird sich dann zeigen, wie sich im Langzeittest der Burg entwickelt. Dann
würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder hören uns. Wie auch immer. Gucken, ob ich noch ein Spiel finde. Dann kann ich gleich noch eins hinten dran schieben. Und sonst, ciao, ciao.